Julian, du warst damals, glaube ich, noch nicht dabei. 1971, 72, da ist Schalke einmal besser gestartet in die Bundesliga. 20 Punkte sind jetzt quasi Vizerekord. Ja, spricht für uns, würde ich sagen. Damals war ich noch nicht ganz so in der Thematik drin, aber 20 Punkte ist eine super Ausbeute bis jetzt, aber wir sind da keinesfalls zufrieden, wir wollen mehr, ganz klar. Damals waren deine Eltern, glaube ich, noch in der Grundschule. Also damals waren große Experten dabei am Werke, ja, da war die Sensationsmannschaft um Klaus Fischer, Klaus Fichtel, man kann da eigentlich alle aufzählen, die Krämer-Zwillinge, Rolf Rüssmann und so weiter und so fort. Ihr schreibt wieder eine neue Geschichte und ihr habt ein schweres Spiel hinter euch nach einer tollen Woche? Kann man so sagen. Also heute war eigentlich das erwartete zähe Spiel nach einem Superspiel in Dortmund und einem hochverdienten Sieg in London. War es klar, dass da heute vielleicht mal ein bisschen dreckigeres Spiel bei rauskommt. Aber ich glaube, auch das gehört dazu, dass man dann geduldig ist und weiter an sich glaubt. Und die Chance, die man kriegt, nutzt man. Und dann steht man zu Recht oben in der Tabelle, würde ich sagen. Es waren ja ein paar Chancen mehr und die es dann gebracht hat, wurde von dir eingeleitet. Hat der Fuchser gerufen oder hast du ihn im Augenwinkel gesehen? Ja, mit Fuchser und mir ist es ja mittlerweile schon so ein bisschen auch Verständnis, ganz klar. Und super Flanke und Jeff macht das Ding natürlich rein und war eine Erlösung für uns alle. Ist das so, dass die Mannschaft Jeff sonst noch nichts geschenkt hatte und das war dann die Lösung? Ja, ich glaube, Jeff hat genug von Schalke geschenkt bekommen in der letzten Zeit mit seiner Verlängerung und so. Aber kostet uns viel Geld, glaube ich, und kann auch mal ein Tor gegen Nürnberg schießen. Wie ist es dir gegangen mit der Carbon-Schiene? Ja, es war noch ein bisschen ungewohnt, aber ich habe jetzt mittlerweile keine Probleme mehr, auch mit dem Gleichgewicht, das wird immer besser und deswegen war ich froh, dass der Trainer mir heute wieder ein paar Minuten geschenkt hat. Was war da mit dem Gleichgewicht? Ja, durch die Schiene war alles so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht in meinem Körper, musste man sich erst so dran gewöhnen, aber mit den Trainingseinheiten kam dann auch so ein bisschen wieder, sag ich mal, Alltag rein und von daher bin ich jetzt wieder auf einem guten Weg. Es gab eine Sturzsituation, dann war alle den Atem angehalten. Hast du da auch einen kleinen Schrecken bekommen? Nee, also ich war da im Spiel drin und habe da eigentlich nicht so dran gedacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade meine Mama oben auf der Tribüne auch mal wieder den Atem angehalten hat. Aber es ist zum Glück nichts passiert und ich fühle mich auch relativ gut damit.